Anzu. Ich habe heute mal ein Video für euch, was komplett off-topic ist. Das heißt, es hat nichts mit Japan zu tun, es hat nichts mit meinem Auslandsstudium zu tun, es hat nichts mit Anime zu tun, es ist wirklich komplett off-topic. Und zwar möchte ich gern einfach mal so ein bisschen positive Vibes verbreiten, sage ich mal. Also, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, aber ich bin ein Mensch, der sehr positiv durchs Leben geht. Das heißt, ich bin immer irgendwie gut gelaunt und versuche auch irgendwie alle mal mitzureißen. Und 2016 war so ein unglaublich krasses Jahr bei mir, dass ich so das Gefühl hatte, okay, mein positives Karma muss irgendwann demnächst aufgebraucht sein und irgendwie muss ich selber mal ein bisschen mehr Positivität verbreiten, damit ich wieder positives Karma habe. Oder irgendwie so, keine Ahnung, wie das mit Karma so wirklich funktioniert. Und das Ganze wollte ich so aufbauen, dass ich euch zeige, okay, bei mir läuft auch nicht immer alles glatt. Bei mir ist auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es passieren auch Dinge, die mir nicht so gefallen, die ich nicht so cool finde und die halt auch einfach scheiße sind. Aber bei fast all diesen Dingen, die passiert sind, ist irgendwie was bei rumgekommen, was halt eigentlich gar nicht so schlecht war oder an manchen Stellen auch ziemlich, ziemlich cool war. Und deswegen habe ich einfach mal drei Geschichten heute für euch, in denen jeweils irgendwas passiert ist, was nicht positiv war. Und dann ist entweder doch noch was passiert, was das Ganze irgendwie gerettet hat, oder es ist sogar was viel, viel Cooleres bei rumgekommen. Und dann fangen wir direkt mal mit der ersten Geschichte an. Die Zugfahrt. Ich war letztens nochmal in Bonn und habe mich mit den lieben Leuten von Made Café and Wonderland getroffen. Und als ich dann auf dem Rückweg nach Hause war, hatte ich am Bahnhof in Frankfurt eine Stunde Aufenthalt. Ich dachte mir nur so, hey, Frankfurt, da kenne ich wen. Und dann habe ich dem Dominik von den Bonobos geschrieben. Liebe Grüße an Dominik. So, hey, willst du nicht vorbeikommen? Und dann so, ja klar, cool und bla. Und dann haben wir uns getroffen, haben ganz viel erzählt. Und dann sind wir aber schon relativ früh zu meinem Gleis gegangen, weil ich mir dachte, okay, ich will meinen Zug nicht verpassen. Und an meinem Gleis stand dann erst noch ein anderer Zug drin, dann stand mein Zug da drunter und dann stand irgendwie ein Zug nach München drin. So, und ich dachte mir nur so, ja, okay, wenn der Zug jetzt noch oben dran steht, dann ist der Zug, der jetzt gerade auf dem Gleis steht, natürlich nicht mein Zug, logischerweise, weil es stand ja noch ein anderer Zug dran. Ja, dann haben wir gewartet und gewartet und haben halt erzählt und dann guckte ich so auf die Uhr und dachte mir nur so, so langsam müsste dieser Zug mal wegfahren, denn mein Zug müsste ja gleich kommen. Und dann fuhr dieser Zug halt weg und dann dachte ich so, okay, eigentlich müsste ja mein Zug dann jetzt gleich kommen und ich guckte auf die Uhr und es kam kein Zug, es kam kein Zug. Und dann schaute ich auf die Anzeige und dann stand auf einmal der Zug nach München dran. Und ich dachte mir nur so, okay, was ist mit meinem Zug passiert? Tja, und dann hatte ich ein ziemliches Problem, denn ich dachte mir nur so, scheiße, wie komme ich denn heute jetzt noch nach Hause? Ich wusste in dem Moment, du musst ein neues Ticket kaufen, das wird richtig, richtig teuer. Dann bin ich erstmal zu diesem Reisebüro gegangen, was es dort in Frankfurt am Hauptbahnhof gibt. Die meinten dann, okay, sie haben ein Sparpreisticket, gehen sie doch bitte erstmal zur Information. Dann bin ich zur Information gegangen. Die Frau an der Information war unglaublich freundlich und meinte dann so zu mir, so, ja, sie haben ein Sparpreisticket, da haben sie Pech, sie sind selber schuld. Das Ticket ist zuggebunden, ja, sie müssen sich jetzt ein neues Ticket kaufen, Pech. Dann bin ich wieder zurückgegangen zu dem Reisebüro, musste dann dort eine Nummer ziehen und dachte schon so, scheiße, jetzt musst du übelst viel Geld bezahlen, weil du einfach zu dumm warst, in deinen Zug einzusteigen. Ich habe dann gedacht, okay, egal, muss ich in diesem Moment einfach die Konsequenzen für tragen, kann man jetzt nicht ändern. Und dann kam halt meine Nummer dran und ich gehe so an den Schalter und dann habe ich halt dem Mitarbeiter das erklärt, meinte dann so, ja, und ich brauche jetzt halt einen Zug, der mich nach Hause bringt. Und er hat dann zu mir gesagt, ja, in 2 Stunden gibt es halt die gleiche Verbindung nochmal, würden Sie diesen Zug nehmen? Und dann meinte ich so zu ihm so, ja, mir bleibt ja jetzt nichts anderes übrig, aber wie viel würde das denn kosten? Und er hatte mir halt erklärt, da ich ein Sparpreisticket hatte, kostet mich das sozusagen die Differenz von dem Sparpreis zum normalen Preis plus irgendwie 17 Euro Bearbeitungsgebühren. Und dann meinte ich so zu ihm, ich so, ja, ich habe ja jetzt keine Wahl. Und dann meinte er, ja, geben Sie mal Ihr Ticket her. Dann hat er mein Ticket genommen und hat so drauf geschrieben, Zugbindung für dieses Ticket aufgehoben. Unterschrieb das, druckte mir die Verbindung aus, drückte mir beide Zettel zurück in die Hand und meinte so zu mir, ja, für Sie kostet das heute mal nichts. Und ich stand da so, wirklich? Was? Ich war total so, what? Warum? Wieso? Wieso macht er das? Und ich habe mich 20.000 Mal bei ihm bedankt. Und er meinte dann, ja, die Zugbindung habe ich jetzt für Sie aufgehoben und dann können Sie mit dem Zug nachher einfach fahren. Und ich habe mich wirklich 20.000 Mal bei ihm bedankt und stand da so und dachte mir so, oh mein Gott, wieso hat er das gemacht? Ich meine, es war mega, mega lieb von ihm. Aber ich war einfach so froh, weil ich habe dann auf dieses Ticket geguckt und dieser Spaß hätte mich sonst nochmal 100 Euro gekostet. Er hat mir in dem Moment sozusagen mehr oder weniger 100 Euro geschenkt. Ich weiß nicht, warum dieser Mann an diesem Tag so nett zu mir war, aber er hat mir damit wirklich meinen Tag gerettet und ich verstehe es bis heute noch nicht, warum er so nett zu mir war. Und dann kommen wir direkt zur Geschichte Nummer 2.
Stichwort Leipziger Buchmesse. Einige von euch werden diese Geschichte vielleicht schon so ein bisschen kennen. Ich werde sie auch sehr, sehr kurz halten. Aber da es auch eine der coolsten Sachen ist, die dieses Jahr passiert ist, gehört sie einfach hier mit rein. Ich war auf der Leipziger Buchmesse ja auf dem Ninotaco TV Community Treffen und da gab es diese Zorro-Büstenfigur. Und als ich sie gesehen habe, wollte ich sie direkt haben. Ich wollte sie einfach nur haben. Und dann hieß es, okay, diese Figur wird an jemanden rausgegeben, der im One Piece Cosplay da ist und eine Frage stellt. Und ich war im One Piece Cosplay da und an dieser Stelle liebe Grüße an David. David war auch im One Piece Cosplay da und wir hatten beide einfach mal krass gute Cosplays. Ich will uns nicht zu viel loben, aber unsere Cosplays waren echt gut. Und ja, wir sind gehüpft und gesprungen und haben geschrien. Und alle Leute um uns drumherum haben auf uns gezeigt und haben mitgeschrien. Aber ja, wir saßen leider auf der Tribüne. Und die Leipziger Buchmesse war der Meinung, hey, die Tribüne müssen wir nicht beleuchten. Aus der Tribüne müssen keine Fragen gestellt werden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurden wir halt einfach überhaupt nicht wahrgenommen. Obwohl wir sehr laut waren. ja, und das war dann halt sehr, sehr schade und ich habe diese Figur nicht bekommen. Und das hat mich sehr, sehr traurig gemacht in diesem Moment, weil ich diese Figur gerne haben wollte. Aber hey, durfte ich in dem Moment nicht. Wie gesagt, halte ich die Geschichte sehr, sehr kurz. Wenn ich danach nicht so ein bisschen rumgemeckert hätte, eigentlich war das ja nur konstruktive Kritik, die ich abgeben wollte. Aber auf jeden Fall, wenn ich das nicht getan hätte und sehr viele andere Dinge nicht passiert wären und es viele Zufälle nicht gegeben hätte, so wie sie eben einfach mal waren, dann hätte ich halt nie dieses Interview als Maid gehabt. Und ja, die meisten von euch werden wissen, worüber ich rede, denn fast 50% von euch sind aufgrund dieses Videos erst überhaupt bei meinem Kanal gelandet. Und ich bin dafür sehr, sehr dankbar, denn wie gesagt, freue ich mich wirklich über von euch und ich gucke immer in diese Liste und schaue mir euch alle an und ich habe alle eure Benutzernamen mindestens schon einmal gelesen und ich freue mich über jedes Kommentar und jeden Daumen nach oben und irgendwie jede Beteiligung von euch und ich weiß nicht, es macht einfach sehr, sehr viel Spaß und es ist halt einfach auch schön, dass ich aus so einer coolen Community halt einige Abonnenten bekommen habe, denn da weiß ich, da kommt Positivität. Und wenn ich in dem Fall diese Figur bekommen hätte, wäre ich einfach mit dieser Figur glücklich gewesen und ihr wärt jetzt alle nicht hier. Und dann kommen wir zur dritten und letzten Geschichte. Und ja, diese Geschichte ist für mich sehr, sehr schwierig zu erzählen, denn ich habe sie euch noch nie erzählt. ich habe euch das einfach verschwiegen, obwohl es sehr viel mit meinem Japan-Abenteuer zu tun hat. Und zwar, die Uni, an die ich jetzt gehen werde, ist eigentlich meine zweite Wahl. Und bevor ich eine Zusage bekommen hatte, habe ich eine Absage bekommen. Und zwar nicht nur für meine erste Wahl, sondern ich habe eine komplette Absage bekommen. Ich kann mich noch genau erinnern. Ich saß auf Arbeit und habe meine E-Mails gecheckt, weil ich halt wusste, im Laufe des Tages kommt die E-Mail, die mir sagt, ob ich angenommen wurde oder eben nicht. Ja, und dann kam diese E-Mail und ich öffnete die E-Mail und da stand drin von wegen so, ja, tut uns leid, aber sie dürfen nicht gehen. Und ich saß da und dachte mir so, scheiße, du kannst jetzt hier auf Arbeit nicht heulen. Dann sind mir erstmal, mir ist richtig schlecht geworden. Vorhin, es war so 5 Minuten vor der Mittagspause oder so. Also, mir war richtig, richtig schlecht. Und mir sind 20.000 Gedanken auf den Kopf geschossen. Und dann habe ich einfach erstmal direkt auf diese E-Mail geantwortet und so geschrieben, ja, gibt es denn noch Restplätze für die anderen Unis? Warum wurde meine Zweitwahl nicht berücksichtigt? Und gibt es auch irgendwie eine Möglichkeit, dass ich an eine von den anderen beiden Unis gehen kann? Und dann bin ich irgendwann nach Hause gegangen. Und dann habe ich mich hier in mein Bett gesetzt und einfach mal eine Viertelstunde geheult. Ich habe einfach geheult, weil ich mir so dachte, scheiße, verdammt, du kannst nicht nach Japan gehen. Das Ganze ist vorbei. Ich war richtig fertig. Jetzt bin ich gerade in so einem Zustand, ich rede mir ein, irgendwas kommt noch dazwischen, einfach damit ich noch nicht anfangen muss, alles zu realisieren. Aber da war ich an dem Punkt, wo ich wusste, es ist alles vorbei. Du gehst nicht. Nachdem ich mich aber ausgeheult hatte, dachte ich mir, okay, fokussier dich wieder. Es gibt bestimmt noch eine Möglichkeit, an eine von den anderen beiden Unis zu gehen. Ich meine, meine Erstwahl, für die ich mich beworben hatte, an der Uni gibt es einen Platz. Und auf diesen einen Platz haben sich 8 Leute beworben. Ich meine, die Chance, da reinzukommen, ist echt schwer gewesen. Und bei den anderen beiden Unis gab es jeweils 3 Plätze. Und ich wusste so ungefähr, dass es für jede Uni auch mindestens 3 Bewerber gab. Die Chance standen halt auch nicht gut, aber halt auch nicht so schlecht wie bei diesem einen Platz mit 8 Bewerbern. Und auf jeden Fall
habe ich dann versucht, wieder ein bisschen klare Gedanken zu bekommen und habe dann auch eine E-Mail bekommen, in der drin stand, so, oh ja, Sie haben einen Fehler bei der Online-Bewerbung gemacht, deswegen wurde Ihre Zweitwahl nicht berücksichtigt. Aber es gibt noch einen Restplatz für Ihre Zweitwahl. Wenn Sie sich dafür bewerben wollen, dann am besten so schnell wie möglich. Und ich saß da und dachte mir so, okay, so schnell wie möglich. Ich habe ein neues Bewerbungsschreiben geschrieben, das halt auch nochmal viel besser zu meiner Zweitwahl dann gepasst hat. Und anstatt einem Empfehlungsschreiben habe ich dann 4 Empfehlungsschreiben organisiert und abgegeben und mir gedacht, okay, ich muss irgendwie alles tun, damit ich diesen einen Restplatz bekomme. Denn mir wurde in der E-Mail auch direkt mitgeteilt, ja, es gibt noch einen zweiten Bewerber für diesen Restplatz. Und ich dachte mir nur so, ich vernichte euch alle, egal wie viele kommen. Eigentlich hieß es dann erst, wir müssen eine Woche warten, bis das alles entschieden wird. Aber dann habe ich direkt nach 2 Tagen Bescheid bekommen von wegen so, ja, Sie haben den Restplatz bekommen, Sie dürfen nach Japan gehen. Und ich war so, oh mein Gott, zum Glück. Ich war so froh in diesem Moment, weil ich die ganze Sache, wie gesagt, schon abgeschrieben hatte. Und ich weiß nicht, es war so wirklich so pure Erleichterung, als ich das dann erfahren habe. Und dann habe ich auch direkt ein Video gedreht und das euch mitgeteilt. Und ich habe diese ganze Sache, dass erst dieses Negative passiert ist, einfach komplett rausgelassen damals, weil ich mir dachte, das hat einfach nicht gepasst. Aber jetzt hier passt es gerade rein. Es ist nicht nur so, dass ich halt jetzt froh bin, dass ich überhaupt nach Japan gehen kann. Nein, ich bin eigentlich ziemlich froh, dass ich jetzt doch nicht in Tokio bin. Denn ich habe letztens mit demjenigen gesprochen, der diesen einen Platz in Tokio bekommen hat. Und er hat erzählt, er muss 500 Euro Miete im Monat bezahlen. Was halt in Tokio nicht unüblich ist. Aber ich dagegen muss wahrscheinlich nur so um die 200 Euro Miete bezahlen. Und es kommt noch besser. Selbst wenn ich jedes Wochenende nach Tokio fahren würde mit dem Bus und dieses Geld, was ich da bezahlen würde, auf meine Miete drauflege, würde ich immer noch weniger bezahlen, als er generell an Miete bezahlt. Das heißt, ich habe einfach mal 300 Euro mehr im Monat zum Reisen, zum Shoppen, zum lustige Süßigkeiten kaufen, was weiß ich, für irgendwas. Aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie erleichtert ich war, als ich das gehört habe, weil ich will eben nicht nur Tokio sehen, sondern ich will alles von Japan sehen. Und so habe ich einfach mal 300 Euro mehr, um alles von Japan zu sehen. Deswegen ist es so eigentlich viel, viel besser gelaufen, als wenn ich diesen einen Platz in Tokio bekommen hätte. Weil wer weiß, ob ich dann überhaupt so oft aus Tokio rausgekommen wäre. Und da ist halt dann wirklich was viel, viel Cooleres im Endeffekt bei rumgekommen. Wie ihr seht, ist es bei den 3 Geschichten immer so gewesen, dass halt irgendwas passiert ist, was doof war oder im Fall der letzten Geschichte auch richtig scheiße war, aber dann doch was meistens viel Krasseres bei rumgekommen ist. Und selbst wenn negative Dinge passieren, kann halt auch was Positives bei rauskommen. Das Wichtigste ist halt eben nur, dass ihr euch nicht von diesen negativen Dingen zu sehr runterziehen lasst und euch nicht in diesen negativen Gedanken verliert. Ich hätte mich in all diesen Momenten auch richtig in das Negative reinsteigern können und denken können, wieso bin ich so dumm gewesen und habe nicht nochmal die Anzeige richtig gecheckt? Scheiße, wieso habe ich diese Figur nicht bekommen? Aber stattdessen habe ich einfach gedacht, okay, ich muss jetzt die Konsequenzen dafür tragen. Ich war zu blöd, aber man kann es nicht ändern. Verdammt, fokussiere dich. Es gibt noch Möglichkeiten, nach Japan zu kommen. Das war nicht die letzte Möglichkeit. Und ja, einfach weil ich versucht habe, wie gesagt, mich wieder zu fokussieren und klare Gedanken zu bekommen und mich nicht zu sehr in diese negativen Sachen reingesteigert habe, sind eben auch teilweise echt coole Sachen dabei rumgekommen. Und was ich euch mit diesem Video eigentlich gerne sagen möchte, ist, mein 2016 ist mega krass verlaufen. Es sind so viele krasse Dinge passiert. Aber es sind auch Dinge passiert, die scheiße sind. Nur habe ich mich davon nicht runterziehen lassen. Und wenn euch irgendwas passiert, was nicht cool ist, denkt immer dran. Es hat irgendeinen Nutzen. Seht das große Ganze. Auch wenn ihr jetzt in dem Moment nicht wisst, wofür es gut ist. Irgendwann werdet ihr das mitkriegen. Und verliert euch nicht in den negativen Gedanken. Denn ein wichtiger Grundsatz, den ich habe, ist, wer Negatives denkt, kann nicht Positives erwarten. Es fängt alles hier oben an. Das heißt, wenn ihr positiv denkt, dann passieren auch viel mehr positive Sachen. Ich kann es euch bestätigen. 2016 ist einfach der Beweis für mich dafür.
Ich habe dieses Jahr versucht, immer irgendwie das Positive zu sehen und es sind so viele Dinge passiert, die einfach unbeschreiblich sind und ich würde fast sagen, 2016 ist das krasseste Jahr in meinem ganzen Leben. Ich glaube, ich war noch nie so glücklich, wie ich zurzeit bin. Das klingt immer so, ja, genau. Aber nein, es ist wirklich so. Ich habe an allem Spaß, was ich mache und alles, was mich irgendwie stört, was mir negativ oder falsch vorkommt, das kommt einfach weg und dann habe ich einfach weiterhin Spaß in meinem Leben. Ja, und ich weiß, dieses ganze Video ist total off-topic und hat eigentlich gar nichts mit all dem, was ihr sonst so hier zu sehen bekommt, zu tun. Aber mir lag es einfach sehr am Herzen, positive Vibes zu verbreiten, sage ich mal. Weil, wie gesagt, habe ich Angst, dass mein positives Karma demnächst irgendwann aufgebraucht ist. Und deswegen muss ich selber wieder ein bisschen mehr Positivität verbreiten. Ich weiß echt nicht, ob das so funktioniert, aber ich habe in letzter Zeit so viel von Menschen bekommen, dass ich einfach auch mal wieder an andere Menschen etwas abgeben wollte und ja. Ich hoffe, das Video hat euch vielleicht trotzdem gefallen und ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden. Wenn ihr selber so eine Geschichte irgendwie erlebt habt oder halt einfach irgendwelche Gedanken zu diesem Thema habt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Mich interessieren eure Meinungen dazu irgendwie, wenn ihr der Meinung wart, ich sollte solche Videos eher nicht wieder machen, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Aber ja, mir war es einfach mal wichtig, ein bisschen Positivität auch an euch abzugeben. Wenn euch das Ganze aber gefallen hat, dann gebt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben, denn Positivität und so. Keine Sorge, es kommen demnächst wieder Videos zum Thema Japan, denn in nicht mal 4 Wochen, wartet, wenn ihr das Video seht, sind es glaube ich nicht mal mehr 3 Wochen. Ja, nicht mal 3 Wochen werde ich schon in Japan sein. Hui. Und spätestens dann gibt es ganz viele Videos aus Japan. Oh Gott. Ich wünsche euch noch einen sehr positiven Tag, eine sehr positive Woche. Positiv, 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 positiv. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr gerne noch dazukommen. Und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video. Yeah!